Jo, ist wieder Pano, heute mit der Walküre. Und ich gebe einen Guide zur Walküre, beziehungsweise einen Guide, was sich denn bei der Walküre geändert hat. Und gucken wir für mal die Aktionsliste rein, denn Season 7 ist jetzt neu draußen und die Walküre wurde überarbeitet, ebenfalls wieder Warden. Da habe ich auch ein Video zu, guckt euch das auch gerne an, wenn es euch interessiert. Kommen wir aber zur Walküre. Was man hier direkt sieht, ist, sie hat 5 neue Ketten bekommen. Das ist echt krass, das sind wirklich viele verschiedene Ketten. Da ist eigentlich doch für jeden was dabei. Es gibt 3 schwere, es gibt 3 leichte, die gab es ja immer schon. Die leichte, der letzte, haut auch das Schild in die Fresse. Das gleiche gilt hier für den rasenden Raubvogel. Dann heißt man, benebelt den Gegner kurz. Das war aber vorher auch schon so. Es gibt halt jetzt nur noch mehr Ketten. Was sich auch geändert hat, ist, dass nun die Schildramme nicht mehr aufgeladen werden kann. Das ist ein bisschen schade. Aber die war einfach zu stark, wenn man gegen mehrere, oder wenn man zu mehreren Leuten auf einen einzelnen Gegner drauf ist und dann die Walküre den noch mit einer Schildramme umnietet. Das war einfach total unfair, weil dann haben alle Gegner immer draufgeschlagen, er war tot. Und da kann man halt nicht viel drüber, nicht wirklich darauf reagieren, wenn die neben einem steht. Man sieht sie nicht wirklich, sie ist außerhalb sozusagen der eigenen Sichtreichweite und die kommt von hinten oder von der Seite ran, nietet dann einfach um. Das ist einfach gemein, da kann man nichts gegen machen. Demnach hat man das rausgenommen, finde ich eigentlich ganz okay. So, was man ebenfalls rausgenommen hat, ist, jetzt müssen wir hier kurz rüber gehen, den Schildschmetterer. Bei der Einleitung eines schweren Angriffs kann ich ihn abbrechen durch einen Zonenangriff, dann mache ich einen Schildschmetterer. Ja, aber ich konnte den früher auch nach einem schweren Angriff machen, das geht nun nicht mehr, hat man auch rausgenommen. Sollte man im Hinterkopf behalten. Dafür kann man jetzt beim Beinfeger eine Bestrafung anführen, die relativ stark ist, weil die relativ schnell kommt danach. Nachdem ihr einem den Bein weggezogen habt, dann R2, stecht einfach nur auf ihn ein. Das ist ein super geiles Ding. Weil vorher, der lag immer am Boden, man konnte eigentlich nur ranspringen irgendwie, war alles nicht so ideal. Der Speerbein oder der Speerfeger-Bestrafer ist genau das Richtige dafür. Finde ich cool, dass die es eingeführt haben. Macht den Beinfeger dann ein bisschen stärker. Ja. Der eine ist raus. Ja, die Recovery Time hat man übrigens etwas runtergeschraubt bei dem, nicht beim Speerfeger, aber beim Schildschmetterer. Habe ich gerade noch vergessen dabei zu erwähnen. Ja, was gibt's noch? Man hat die Toplights beschleunigt. Die sind jetzt auf 400 Millisekunden statt auf 500 Millisekunden. Der Bestrafer hier, der macht ordentlich Schaden. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Mit R2? Weiter unten. Hier der Speerfeger Bestrafer, der ist auf jeden Fall jetzt recht gut im Schaden, 35 Damage. Zonenattacken hat man den Schaden auch erhöht auf 20 Damage statt auf 15. Die Zonenattacken machen ja 2 Treffer, das heißt 2x 20 Damage jetzt. Wobei ich bin kein Fan der Zonenattacke, die kann man einfach kontern. Ja, und es wurde ein Guardbreak-Bug entfernt. Wenn man den Guardbreak sozusagen versemmelt, dann ist die Walküre anscheinend mehr als die anderen Spieler nach vorne gerutscht. Stand somit direkt in dem Angriffsbereich des Gegners. Hat man rausgenommen, sollte nicht so sein. Deswegen ist das jetzt auch gefixt worden. So, jetzt zeige ich mal die einzelnen Moves in der Arena, beziehungsweise was sich geändert hat. Früher kann man nach hinten weichen, ausweichen, Viereck gedrückt halten. Und dann hat man sich irgendwann das Schild aufgeladen, dass ich einfach hier drücken kann und bam, der Gegner ist umgefallen. Wie ihr seht, der fällt jetzt nicht mehr um. Man kann es halt nicht mehr aufladen, aber man kann danach halt einen leichten Schlag theoretisch anbringen. Oder auch einen schweren natürlich, ob der dann durchkommt, weiß ich nicht. Ah, da war schon wieder aufgebaut, hat schon wieder seinen Schutz aufgebaut. Zack, da auch. Er könnte noch ganz schnell agieren, das ist möglich. Also bei weitem nicht mehr so stark wie vorher mit dem Aufladen. Und dafür hat man noch ein paar neue Möglichkeiten bekommen. Man hat jetzt zum Beispiel, ich zeige jetzt den, was auch rausgenommen wurde. Im Endeffekt hier, ich mache einen schweren und breche den ab mit Viereck. Das kann ich noch machen. Ich kann aber nicht mehr nach dem schweren den Viereck drücken, weil dann packt die nur noch ins Leere. Das geht nicht. Das war eigentlich ziemlich cool, dass man da nochmal einen Schildbash machen konnte. So, kommen wir zu dem, was jetzt wirklich cool und neu ist, ist der Beinfeger, den mache ich jetzt auf Viereck und danach ein R2 und Patz. Sticht man schön nach dem Gegner. Kette oben schwer, 35 Schaden, wie ihr seht, das geht ordentlich, haut ordentlich zur Sache. Der macht nur 32 von oben, das heißt 1, 2, Viereck, schwer, Patz und das macht 35, das rockt richtig. Ja, ich hoffe, ich kann euch weiterhelfen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Na, dann aber jetzt gucken wir einfach mal, was. Oder ich zeige euch einfach mal, was sie jetzt aufladen. So, ich kann nicht mehr aufladen. Aber ich kann immer noch schlagen und danach halt auch einfach. Mal gucken, ob wir einen Beinträger durchkriegen. Ne. Und da ist der Mega Punisher. Der kommt schon richtig schnell. Aber früher war das wirklich mies. Und wieder den Bestrafer. Yes. Das ist ziemlich cool. So, dann zeige ich nochmal hier. Habe ich schon gezeigt, schwer abbrechen. Aber jetzt hier schwer und danach Viereck, dann macht sie nichts. Oder ein Guardbrechmann. Ja, das will nur ausweichen. Das ist schon nicht schlecht bei ihr, dieser Move. Ah, Mist, schon wieder kein Punisher geschafft. Na, einen Beinfänger kann man auch anders anbringen. Der müsste eigentlich mit 4 Guardbreaks funktionieren. 3. Genau, und jetzt kann ich auch zack! Ihn finishen. Sauber. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr konntet damit was anfangen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.